Und da sind wir wieder. Das Finale. Uhuhuhu. Ich bin, wie immer, sehr gespannt. So, okay. Wo müssen wir hin? Dahin. Und wo sind wir? Da. Das kriegen wir hin. Auch mal einfach so. Na, wie kommen wir dahin? Ja, so eventuell nicht. Ja, einfach nur nach Symbolen reiten ist vielleicht nicht die beste Wahl. Aber so sollte das irgendwie gehen. Ach, geht weg. Ja, ja. Ich bin dunkler Bruder. Ihr seht mich einfach nicht. Beziehungsweise ihr habt erstmal Angst. Das ist berechtigt. Weil ich meine, wie der Kampf ausgehen würde, ist, glaube ich, völlig außer Frage, oder? Ich habe Dinge gesehen. Warum? Naja. Ist dieses Feuer immer noch schwarz? Was müssen wir da tun? Das werden wir alles sehen. Weil wenn wir das Finale hier abgeschlossen haben, haben wir noch jede Menge Quests, die wir noch nicht gelöst haben. Aber erstmal müssen wir... Ja, Troll brauche ich jetzt gar nicht. Zu diesem... Ja. Oh, doch, den Troll brauchen wir. Ich merke gerade, ja, wir brauchen den Troll. Und der Troll braucht uns. Ich merke es ja. Ach komm. Super, System. So, und Holz. Ich und mein Holz. Und runter. Ja, also seit dem letzten Update, also ich bin mit der Story und der Geschichte sehr, sehr einverstanden, aber da ist ein bisschen was mit dem Spiel passiert, was nicht schön ist. Ich muss meine Spieleinstellungen und die Add-ons-Einstellungen jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, neu laden. Das ist nicht schön. Aber natürlich verkraftbar, klar. Jeps, jeps, super, sieht man. Ohne. Und da rein. Planetarium von 8 Hand. Ich bin gespannt. Gibt es jetzt einen heroischen Kampf gegen Ras Al... Ja, genau. Für das Beste im Mann? Er ist entkommen. Ja, ich weiß. Doch wir konnten dieses Schreiben abfangen. Ein Moment, Fenorian. Die Dunkelheit ist vorüber. Gut, dass ihr dieses Schreiben besorgt habt. Spart euch das Lob für später, Verandis. Was ist geschehen? Wo ist er da oben? Es ist nichts. Eine Ablenkung. Unser Freund ist eingetroffen und wir dürfen keine Zeit verschwenden. Ach, da ist er. Gut, Entschuldigung. Hallo, euer Freund ist da. Das schwarze Herz. Die Anfälle werden häufiger. Willst du auch noch sterben? Jedes Mal, wenn die Ströme anschwellen, ist es, als ob ich mich an die Finsternis verliere. Wir müssen Rade Al-Sarans Pläne aufdecken, bevor das geschieht. Vielleicht kann diese verschlüsselte Nachricht uns mehr über den Schwarzsturm verraten. Könnt ihr die Nachricht entschlüsseln? Ich sehe, dass Rade Al-Saran seine Muttersprache verwendete, um die Nachricht zu verschleiern. Aber ich erinnere mich noch gut an seine Sprache und die Verschlüsselungen der Grauen Schar. Das ist keine Depesche. Es ist ein Brief an mich. Verwöhnt er uns? Nein, er versucht mich zu überreden. Mich zu überzeugen, dass sein Weg der richtige ist. Na. Zu beweisen, dass der Traum, den wir einst teilten, zum Greifen nahe ist. Der Brief umreißt kurz gesagt das Rezept für Rade Al-Sarans Schwarzsturm. Können wir ihn damit aufhalten? Nicht allein damit. Er will, dass ich seinen Schritten folge. Ich soll sehen, was er sah, und die Wahrheit dessen erfahren, was er verspricht. Doch wenn ich das tue, werde ich auch erfahren, wie man ihn aufhält. Er zeigt mir die Kehle, darauf vertrauend, dass ich nicht zuweise. Schönes Bild. Doch das muss ich. Und wohin sagt ihr, dass ihr gehen sollt? Ich soll einen Ort im Raik suchen, an dem das Land von Tamriel weggerissen wurde. Dann muss ich die Leere durch die Augen der Nachttiefen studieren. Zum Schluss muss ich in Betarzeel mehr über die Schlüsselsteine erfahren. In meiner
derzeitigen Verfassung traue ich mir selbst nicht. Werdet ihr an meiner Stelle gehen? Aber sicher. Ich überlasse den genauen Verlauf eurer Reise euch. Doch diese drei werden vorausgehen, um euch zu unterstützen. Lyris reist in die Festung Unterstein. Gwendis ins Nachttiefenarchiv und Fenorian nach Betarzeel. Okay, ich treffe die drei. Es tut mir leid, dass ich all dies auf eure Schultern laden muss. Aber das Doch es ist besser, wenn ich mich von dieser Reise zurückziehe. Ihr könnt das, was Rade Al-Saran mir zeigen wollte, mit unverstelltem Blick sehen. Bringt die Geheimnisse des Schwarzsturms in Erfahrung und gemeinsam werden wir Rade Al-Sarans Pläne entschlüsseln. Es könnte eine Falle sein. Das ist durchaus eine Möglichkeit, doch ich glaube nicht, dass Rade Al-Saran vorhat, mich umzubringen. Noch nicht. Er hat mir etwas zu beweisen. Und dieser Drang wird seiner Hand mehr Einhalt gebieten als jeder Panzer. Jedenfalls denke ich nicht, dass wir den Luxus haben, seine Einladung zu ignorieren. Aber warum sollte er das, seine Pläne gefährden, nur um euch etwas zu beweisen? Mein Gott, es sind Brüder gewesen im Prinzip. Rade Al-Saran ist ein stolzer Mann. Als ich mich von der Grauen Schar abwandte, hat ihn das tief verletzt. Er will beweisen, dass ich falsch damit lag, ihn anzuzweifeln. Was er nicht versteht, ist, dass ich niemals angezweifelt habe, was er erreichen könnte. Ich fürchtete nur, welchen Preis es hätte. Seid ihr sicher, dass es eine gute Idee ist, euch hier allein zu lassen? Wenn dies eine Falle ist, seid ihr es, der hineintappen wird. Doch falls Rade Al-Saran zum Planetarium zurückkehrt, während ihr weg seid, werde ich euch so viel Zeit erkaufen, wie ich nur kann. Bis dahin gibt es Dinge, die ich noch erledigen muss. Was habt ihr vor, während wir weg sind? Ich werde das Herz und das Planetarium studieren. Ich möchte versuchen, genug darüber zu erfahren, damit wir das, was auch immer ihr bis dahin entdeckt, nutzen können. Und ich behalte mich selbst im Auge. Ich muss sicherstellen, dass ich diese Dunkelheit kontrollieren kann und nicht von ihr kontrolliert werde. Ich habe Fragen zur Suche. Ja, natürlich. Rade Al-Saran hat in seinem Brief nicht alles offenbart. Doch wenn es etwas gibt, was ich euch beantworten kann, werde ich das tun. Was ist dieses Land, das von Tamriel weggerissen wurde, das Lyris und ich für euch finden sollen? Das ist mir ebenso ein Rätsel wie euch. Doch Rade Al-Saran hat uns einen Hinweis gegeben. Er sagte, es wäre ein Ort im Raik. Wen könnte man besser nach diesem Teil der Welt fragen als Ar-Kadach? Trefft Lyris in Markart und er sucht den Art um Rat. Was meint er damit, dass die Leere durch die Augen der Nachttiefen zu betrachten? Ich kann nur mutmaßen, doch wir wissen, dass der Nachttiefen-Clan durch das Schwarze Herz in enger Verbindung zur Leere stand. Es ergibt Sinn, dass sie es im Laufe der vielen Jahre, in denen sie es versorgt hat, studiert haben. Mir ist in ihrer Festung ein Archiv aufgefallen, als wir dort waren. Also sollte ich mit Gwendis in das Nachttiefenarchiv gehen? Ja, wir werden erfahren, welche Geheimnisse sie auf dem Höhepunkt ihrer Macht zusammengetragen hatten. Ich hoffe nur, das Archiv hat die Jahrhunderte besser überdauert als der Nachttiefen-Clan selbst. Wie passen die Schlüsselsteine in die Pläne der Grauen Star? Wir wissen, dass Rade Al-Saran einen Schlüsselstein brauchte, um diese Kammer zu betreten und das Planetarium auf das Schwarze Herz auszurichten. Klar. Geht nach Betarzeel. Fenorian wird euch helfen, die Geheimnisse der dwemerischen Schlüsselsteine zu entdecken. Okay. Machen wir. So, ist die Lyris noch hier? Jo, gut, super. Das heißt, wir legen jetzt einfach mal los. Was leuchtet denn da so lila? Ach du, gut. Na, oh komm, wir versuchen das auch mal auf diese Art und Weise. Komm. Ort. Das Reich. Es ist nicht so viel, ne? Naja. Zu Spielereisen. Zu Elbenvibe 72. Grüße gehen raus. Das habe ich von Tobi. Ich finde das sehr angenehm. Grüße gehen raus. Okay, so, dann gehen wir jetzt zu... Ja, das will ich alles noch nicht, sondern ich muss genau wie immer. Lalala. Hier rein? Da? Nein, das ist der Unterschlupf. Den brauche ich jetzt wirklich nicht.
da geht's rein, wie immer. Zum ART, zur ARD. Erste deutsche Festung. Allgemeine... Hier drüben, Partner. Ja. Oh. Ach da. Oh, ganz schön gut getarnt. Ich habe schlechte Neuigkeiten und noch schlechtere Neuigkeiten. Kadach und ich haben bereits ein paar Worte gewechselt. Der Großteil waren Beleidigungen. Die einzige Vereinbarung, die wir treffen konnten, war, dass er aufhört, die Steinhände zu schicken, um mich rauszuwerfen, wenn ich aufhöre, ihnen die Nasen zu brechen. Ihr seid mit Art Kadach in einem Kampf aneinander geraten. Es war kein Kampf, bis er seine Steinhände auf mich gehetzt hat. Danach war es aber eigentlich auch kein richtiger, wenn ich so darüber nachdenke. Mhm. Wir kamen bis zum zerrissenen Land, als er plötzlich etwas über Manny Marco rief und seine Leibwache zu sich beorderte. Ach, was ist denn mit Manny Marco schon wieder? Das war es, was ich gerade herausfinden wollte, als Kadach stinksauer wurde und etwas über meinen Kopf und einen Spieß auf der Mauer sagte. Passt auf, redet ihr mit ihm. Vielleicht habt ihr mehr Glück als ich. Ja, ich glaube, da geht's mir hin. Markart wäre eine Geisterstadt, wenn ihr nicht wärt. Wenn euch das nicht um der reinen Höflichkeit willen eine Audienz einbringt, kann ich zurückgehen und Nasen brechen. Ja, ich gehe hin. Der Art ist in seinem Thronsaal. Mhm. Wir müssen nur wissen, wo das Land von Tamriel weggerissen wurde. Dem Brief von Rada al-Saran zufolge ist das irgendwo im Reg. Oh, und ich entschuldige mich nicht. Also nicht bei Kadach. Tut mir leid. Worüber habt ihr euch mit Kadach gestritten? Manny Marco, Kaiser Waren, Nord, Regmannen, seinen flohverseuchten Bart. Ich kann Beleidigungen erdulden, die man mir an den Kopf wirft. Doch ich konnte nicht stillschweigend hinnehmen, wie er schlecht von Waren sprach. Aber den Verräter Manny Marco über den grünen Klee lobte. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Gut, okay, wir gehen mal hin. Das soll ja wahrscheinlich so sein. Jo. Hi. Na? Ich habe wirklich genug von Stinkern, die mich mit ihrer Anwesenheit beehren. Angesichts dessen, dass ihr Blut für mich und die meinen vergossen habt, schenke ich euch Gehör, aber beeilt euch. Meine Galle muckt auf. Ja, ja, ja. Und bei zu viel Gerede quillt sie mir über. Ich suche nach Land, das Tamriel entrissen wurde. Es ist irgendwo im Reich geschehen. Pah, ihr sprecht mit der Zunge dieser Halbriesin. Was geht es euch an, was ich mit meinem Land anstelle? Ich habe dieses Flurstück vor vielen Jahren Manny Marco gegeben. Es stand ihm zu, es Molagbal zu übergeben, wenn er dies denn wollte. Warum kramt ihr solch alte Geschäfte wieder hervor? Ich dachte, ich hätte die Ebenenverschmelzung aufgehalten. Hätte euer Land nicht zurückkehren sollen. Ja, ihr und die Halbriesin, wie die Krähen sagen. Meint nur nicht, ich hätte euch nicht ausspioniert wie Fürstin Belein auch. Ich gab dieses Land Manny Marco lange bevor der Gott der Intrigen seinen Zorn gegen euer Kaiserreich entfesselte. Die Mühen seines Kults schleuderten es ins Reich des Vergessens. Wusstet ihr, was sie geplant hatten? Manny Marco sah mich nicht als einen Vertrauten. Als er aufbrach, sagte er, ein Scheitern hier würde seinen Erfolg anderswo schmieden. Ja, ja. Ich sah ihn nie wieder. Wenn ihr wissen wollt, was er sich dabei dachte, werdet ihr euch selbst ansehen müssen, was er getrieben hat. Ich mache den Weg für euch frei. Und wo ist das? Es gibt einen Aufzug in Nechuanzel, der euch in das zerrissene Land bringen wird. Ich halte ihn aus Gründen, die offensichtlich sein sollten, verschlossen. Doch euch werde ich Zugang gewähren. Nun geht. Und nehmt diese reizbare Wölfin mit. Das ist doch fast schon nett. Aber wie könntet ihr in Handel mit Manny Marco eingehen? Vor nicht allzu langer Zeit herrschten Regmannen über das Kaiserreich. Wir bekamen unser Land und unsere Würde zurück. Dann wurden wir vom Thronräuber zurück in den Schlamm gedrängt. Manny Marco hat geschworen, meinem Volk Gerechtigkeit zu bringen, als ich ihm Schutz bot. Ein Handel mit einem finsteren Geist. Das ist sicher. Irgendwann werden das Dornenherzen und Abgeschworene. Das ist ganz schlimm. Bereut ihr den Handel, den ihr eingegangen seid? Nein. Der Thronräuber Waren hat sein Land verloren, seinen Thron und so viel mehr. Was Manny Marco mir versprach, wurde gegeben. Falls euch das nicht passt, so entschuldige ich mich nicht dafür. Ja, musst du nicht. Ich kann euch nur sagen, dass damit mein Umgang mit dem Wurmkönig begann
und auch sogleich wieder endete. Nehme ich. Ist okay. Manny Marco, im Prinzip so eine Art Hitler in dem ganzen, in der ganzen Geschichte. Aber, ja. Habt ihr die Informationen? Ja. Gut. Dann gehen wir mal zum nächsten Waypoint. Der sieht ja echt doof, oder? Wo müssen wir denn hin? Achso, Moment. Was? Falsch, wo muss ich denn hin? Oh, ja, okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Mein Zell ist ja irgendwie hier drin, oder? Ja, ich weiß da viel zu wenig noch aus Skyrim. Aber alles klar, wir müssen da rein. Juhu. Jawohl. Rein, der verbotene große Aufzug. Ja, wie immer. Juhu! Ja, das klappt auch nie. Ja. Das ist jetzt nichts, was mich wirklich aufhält. Upsi. Dum. Okay. Hoch, runter? Keine Ahnung. Ich verstehe, ein Würger. Der Würger interessiert mich nicht. Nein, hallo. Achso, ich bin im Kampf. Aber ich kann hier... Ey. Ja, ist ja gut. Alter, was ist mit euch? Komm her. So, und wo ist das? Dieser Brunnen? Es ist Rada Al-Saran. Das ist unsere Chance. Schade. Ich wollte, dass Verandis diesen Ort selbst sieht. Sie haben ein Stück von diesem Stein losgeschlagen. Hey, hier ist noch ein Erinnerungsstück. So wie das, das Fenn bei Ptah Dams gefunden hat. Okay, zeig. Gatter, ich bekomme den Geruch ihres Blutes nicht von den Händen. Ihr wisst, es war ein Akt der Gnade. Ich habe sie ruiniert, Rada. Ihren Körper, ihre Seele. Ich spielte Gott und Lysolda zahlte den Preis. Ich bin ein Narr. Ein Narr sagte einmal zu mir, es gebe keine Verdammnis, sondern nur Seelen, die die Hoffnung verloren haben. Das ist nicht gerecht, Rada. Ihr wart so überzeugend, dass ich dem nichts entgegnen konnte. Ihr habt unser Versprechen nicht vergessen, hoffe ich. Wir werden zusammen nach Erlösung streben. Danke, Rada. Upsi. Okay. Ich kann hier nicht reiten, verdammt. Das war jetzt ein bisschen weniger fett, als ich gedacht habe. Und der Rada Al-Saran weiß jetzt, dass ich nicht derjenige bin, der... Oh, komm. Ja. Sind wir am Zaubern, ne? Ja, die brauche ich nicht. Doch, die brauche ich auch. Gut, okay. Ja, das ist die Mond, das ist mir auch klar. Aber ich mache es halt eben automatisch immer. Darf ich da was lüten? Was Netschkalb nehmen? Das schwupps weg. Ui. Nicht nett eigentlich. So, und hoch. Dum
Wie noch mehr? Ach komm, haut ab, ich will das nicht. Komm her. Darf ich jetzt? Ja, danke.